Willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Der Prinz von Persien ist endlich zurück. Nach einer so langen Durststrecke ohne ein neues Spiel aus dieser Reihe können wir jetzt am 18. Jänner 2024 endlich ein neues Abenteuer aus dem alten Persien genießen. Ja, die Prince of Persia Reihe hat in ihrer Existenz schon viele Aufs und Abs erlebt. Angefangen hat das Ganze mit dem Spiel von 1989, das, soweit ich weiß, zumindest im Großteil im Alleingang von Jordan Mechner produziert und programmiert wurde. Ist bis heute ein Klassiker der Videospielgeschichte, hat viele Jump'n'Run-Elemente eingeführt damals und war tatsächlich das allererste Computerspiel, das ich je gespielt habe. Damals auf einem uralt Laptop Anfang der 90er. Ach ja, mit einem Bildschirm kleiner als die meisten heutigen Tablets. Natürlich nur in Schwarz-Weiß, keine Farben, also monochrom halt. Eine Festplattengröße von im unteren Megabyte-Bereich. Und Windows gab es auch noch nicht, alles noch MS-DOS. Und trotzdem konnte diese Kiste das allererste Prince of Persia spielen. Der Titel ist, wie gesagt, bis heute wird er auf und ab geremastert und geremaked und auf allem veröffentlicht, was geht. Dann hat die Serie ein bisschen nachgelassen. Einige Jahre später erschien ein Nachfolger mit Prince of Persia 2, The Shadow and the Flame, bei weitem nicht mehr so erfolgreich. Und Ende der 90er kam der erste 3D-Teil, der genialerweise Prince of Persia 3D hieß, raus. Die ersten drei Spiele wurden alle von der amerikanischen Firma Bruderbund, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, Bruderbund, veröffentlicht, bevor dann Anfang der 2000er Ubisoft die Rechte von Prince of Persia erhalten hat und mit der Sands of Time Trilogie das nächste große Ding in dieser Serie produziert hat. Das war wirklich so der Höhepunkt von Prince of Persia. 3D, Action Adventure, Jump'n'Run mit Parkour-Passagen und natürlich der Fähigkeit, die Zeit zu beeinflussen. Da kamen in den ersten Jahren der 2000er drei Spiele heraus in relativ kurzer Abfolge mit The Sands of Time, Warrior Within und The Two Thrones. Und das war, wie gesagt, die Spitze von Prince of Persia damals. Danach wurde es wieder stiller um die Serie. 2008 kam es zu einem Reboot, der dann einfach nur noch Prince of Persia genannt wurde, aber mit den vorigen Spielen nichts zu tun hatte. Einen wunderbaren Artstyle hatte allerdings, aber leider beim Publikum eigentlich durchfiel, sodass die Geschichte von dem Spiel nie weitergeführt wurde. Ich fand die Geschichte toll und ich fand auch den Artstyle toll. 2010 kam dann im Zuge der Verfilmung von Sands of Time ein neues Spiel heraus, The Forgotten Sands, das als ein Midquel zur Sands of Time Trilogie diente, spielte zwischen Sands of Time und Warrior Within. Und war eines der ersten Spiele damals, die in zwei verschiedenen Varianten auf den Markt kamen. Entschuldigung, bin ein bisschen verkühlt. Damals war das so, dass die meisten Spiele, die auf mehreren Plattformen herauskamen, eine Entwicklung hatten für die Microsoft- und PlayStation-Plattformen und dann eine für die Nintendo-Plattformen, weil zum damaligen Zeitpunkt die Wii konnte halt die meisten Spiele für die Xbox und die PlayStation nicht spielen und daher wurden zwei verschiedene Versionen herausgebracht und diese Versionen hatten halt wirklich nichts miteinander zu tun. Spielen aber theoretisch beide innerhalb der Sands of Time Trilogie. Und dann wurde es sehr, sehr still um die Serie. Es gab immer mal wieder kleinere Ableger, zum Beispiel The Fallen King auf dem Nintendo DS und Battles of Prince of Persia, auch glaube ich auf dem, was war denn das, Game Boy Advance damals noch? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht jetzt.
Aber das war's seither. Seit 2010 kam kein neues Spiel mehr heraus. Vor ein paar Jahren wurde ein Remake groß angekündigt von Sands of Time. Und das wurde jetzt mittlerweile auch wieder sehr, sehr still, weil das Ubisoft-Team, ich glaube in Mumbai, die damit beauftragt waren, eindeutig heillos damit überfordert waren, leider. Und der Release-Termin für dieses Spiel in die ferne Zukunft verschoben wurde und es ward nicht mehr gehört. Und so war es sehr erfreulich, als dann The Lost Crown angekündigt wurde. Vor 2 Jahren. Ein komplett neuer Teil, hatte auch nichts mit den anderen Spielen zu tun und geht wieder zurück zu den Wurzeln der Prince of Persia Reihe. Es ist ein 2D-Spiel, es ist ein Metroidvania, also ein Spiel mit einer riesigen Karte, verschiedensten Gebieten, wo du dich leicht verlaufen kannst und wo viele Wege erst begehbar sind oder erreichbar sind, wenn man jeweils im Spielverlauf neue Fähigkeiten bekommt, benannt natürlich nach den Spieleserien Metroid, von denen wir ja auf dem Kanal auch schon 2 gespielt haben, und Castlevania. Ja, ich bin schon sehr, sehr gehypt auf dieses Spiel. Mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen. Los geht's! Let's play Prince of Persia, The Lost Crown. So, Einstellungen, wie üblich. Textsprache Deutsch, ja, Audiosprache nehmen wir auch Deutsch, würde ich mal sagen. Persisch, man kann das Ganze auf Persisch spielen, geile Scheiße. Dass es wirklich authentisch ist, aber ich glaube, das tun wir uns jetzt mal lieber nicht an. Bleiben wir bei Deutsch. So, Hale, wir wissen, ich mag's ja lieber heller. Aber ich denke, das geht so. Nein, keine Untertitel. Alternative Schriftart. Brauche ich eigentlich jetzt auch nicht. Bleiben wir beim Original. Gut. Neuigkeiten. Was glitzert uns denn da entgegen? Aha, perfekte Erinnerung. Mit Erinnerungsfragmenten Screenshots machen. Aha, aha. Okay. Schauen wir uns dann vielleicht alles einmal genauer an, wenn wir mal das Spiel gespielt haben und wissen, worum es eigentlich geht. Okay, noch mehr Einstellungen. Erkundung. Erkunde die Welt mit minimalen Karteninformationen. Wähle diesen Modus, um die Welt eigenständig zu entdecken. Was eigentlich zu einem Metroidvania passen würde. Oder Wegweiser. Kartensymbole zeigen den Standort des nächsten Ziels an. Verfügbare und blockierte Wege sind markiert. Wählen diesen Modus für einfacheres Navigieren. Hoch. Aber es steht da, man kann den Modus jederzeit ändern. Also, dann würde ich mal sagen, bleiben wir bei Erkundung. Und natürlich die Schwierigkeit. Ja klar, Schwierigkeit müssen wir ja auch noch einstellen. ja, aber ich denke, Standard ist immer gut. Anfänger, nein. Wir spielen ja immer auf der vorgegebenen mittleren Stufe eigentlich. Auch wenn mir das bei manchen Spielen schon mal in den Arsch gebissen hat. Aber im Normalfall geht das eigentlich ganz gut klar. Aber ich finde es toll, dass es hier so viele Schwierigkeitsgrade gibt und man sogar Benutzer definieren kann. Ein Wahnsinn. Bleiben wir bei Krieger. ...30 Jahre sind vergangen. Jahrzehnte ohne Regen. Die einst fruchtbaren Ebenen von Fars sind so karg wie die Salzwüste Lut. Ein paar Bogenreichweiten entfernt von Persepolis griffen die Kushana, blutrünstige Krieger aus dem Osten, Persien an. Persepolis
Persische Soldaten verteidigten das Land. Um jeden Preis. Ardaschir war der Übermacht nicht gewachsen. Seine Männer fielen, einer nach dem anderen. Anahita scharte ihre restlichen Krieger um sich. Uvishkar, der General der Kushana, war siegessicher. Aber nur, bis die Geschichte eine Wendung nahm. Die sieben Unsterblichen waren die besten Krieger im Königreich. Einer von ihnen sollte zur Legende werden. Vorwärts, Unsterbliche! Anahita! Ach, Entschuldigung noch einmal. Ach. Mach dir keine Sorgen, ich komme klar. Rette Persepolis, ich hab dich vorbereitet. Ich gehe meinen verwundeten Kriegern helfen. Gehen wir, Sargon. Yay, los geht's! Cooles Intro. Ich mag den Artstil hier auch sehr gerne. Es erinnert mich ein bisschen an Assassin's Creed Chronicles, die auch so ähnlich waren. Was können wir denn überhaupt? Okay, springen. Oh, schön. Okay. Na gut. Los geht's. Übrigens, sehr toll, dass die Gegner die Kushana sind. Das war ein Imperium im Norden Indiens. Kaschmir-Region. Pakistan. Teile des heutigen Afghanistan und Tadschikistans. Wie tatsächlich mit dem... welches Reich wird das dann sein? Das Sassanidenreich der Perser müsste das dann eigentlich sein. Im Krieg standen teilweise. Oh. So, okay. Ah ja, okay. Verschiedene Höhen des Springens, je nachdem. Wie lange man das Knöpfchen gedrückt hält. Yay. Oh, natürlich. Sliden. Vorsichtig! Das ist der Rashabar! Oh, und gleich mal getroffen. Yay. Ja klar, Wandsprung kann er auch. Logo. Muss sein. Keiner von euch wird hier lebend wegkommen. Dann schauen wir mal, wie wir das parieren schaffen. Naja. Ah,
da ohne mich Spaß. Enolias hat einen Weg gebahnt. Mir nach, Sargon. Klar, wer auch immer du bist. Feuerregen! Lauf weiter, Sargon! Wir müssen diese Bogenschützen der Kushana erledigen. Überlass das mir! Noch ist es natürlich alles sehr linear, weil es ja noch... Wow! Ja, crap. Weil es ja noch der Anfang ist. Autsch. Wie viel hast du gekriegt? Ich lass dir Zeit zum Aufholen. War wohl nix. Oh, schön. Attacke nach unten. So eine Art Stampfattacke, ne? Ey, das war meiner. Aha, komm, komm, noch, mach mal, mach mal. Oh, schön intuitiv, das Wandspringen. Okay, man kann also auch unter den Gegner durchsliden und sie von hinten attackieren. Auch schön. Oh. Glück gehabt. Die Unsterblichen, lasst sie nicht zu General Uvishka. Nicht? Aber das ist der, den wir erledigen müssen. Aha, aha. Okay. Fancy. Aber das ist schön, dass der Knopf für Parieren und Konter der gleiche ist. Das ist gut. Nicht zu schwierig, die Steuerung. Ihr General kann nicht weit sein. Lass mich das erledigen. Hier, nimm. Kannst du gebrauchen. Neuen Gegenstand erhalten. Ein Heiltrank. Oh, und es ist sogar so ein roter Saft, wie im Original Prince of Persia, mit dem man damals seine Gesundheit erhöhen konnte. Und jetzt ist es ein Heiltrank. Schöner kleiner Callback an damals. Ja, stelle Gesundheit wieder her. Drücke Steuerkreuz oben, um einen Trank zu trinken und Gesundheit wiederherzustellen. Okay. Uvishka, du kannst dich nicht verstecken. Jö. Sehr mutig. Sargon? Ich glaube, so hieß es. So hast du geheißen, oder?
Okay, aufgeladener Angriff. Und... Bam. Uvishka, General der Kushana. Oje, erster Bossfight. Oh. Oh yeah. Oh oh. Rote Angriffe, glaube ich, sind böse. Also das Timing mit dem Blocken ist noch nicht so drinnen. Oh oh. Okay, okay. Ja, ja, mach ich ja. Okay, zweite Phase. Oh. Helen. Oh, oh, nein, nein. Oh. Ja, ja, sehr schön. Oh, crap. Komm schon, das schaffen wir doch. Der mächtige Simurgh, Beschützer Persiens, hat uns verlassen. Doch falls unsere Gegner diesen Umstand ausnutzen, werden sie sehen, dass die tapfersten Krieger des Reiches ihr Untergang sind. Vor 30 Jahren flog der göttliche Vogel Simurgh zu mir und vertraute mir die Führung unseres Volkes an. Heute möchte ich, Tomiris, Königin von Persien, eure Treue und euren Mut würdigen. Varan, du und deine Truppen habt das Königreich erneut gerettet. Hassan, Prinz von Persien. Tritt vor, Sargon. Die Kunde deiner Taten eilt dir durch das ganze Persepolis voraus. Nimm diese königliche Schärpe als Zeichen unseres Danks. Sargon, der Rashabar, der schwarze Wind, der alles hinwegfegt. Ich habe diesen Namen nicht gewählt. Mach dir keine Sorgen. Ich gebe nichts auf solchen Aberglauben. Der Wind trägt auch die Saat der kommenden Ernte. Es freut mich sehr, dich kennenzulernen, Sargon. Danke, Prinz Rassan. Kein Grund für Förmlichkeiten. Wir sollten uns bei einem weniger offiziellen Anlass besser kennenlernen. Wie du wünschst, Rassan. Königliche Schärpe, Schlüsselgegenstand. Wird von Tomiris, Königin von Persien, verliehen.
Die höchste Ehrenauszeichnung, die den tapfersten Kriegern vorbehalten ist. Cool. Lang lebe Haus Tomires! Lang lebe Haus Tomires! Okay, gut. I get it. Wir verdanken dir diesen Sieg, Rashabar. Ich bin froh, dich auf unserer Seite zu wissen. General Ardashir. Sieh dich vor. Dem Rashabar wird nachgesagt, Verfall und Zerstörung zu sehen. Ich glaube nicht an solche Geschichten. Ich habe gesehen, wie du gekämpft hast. Mit meinen eigenen Augen. Alleine das zählt für mich. Hast du noch mehr Dialog auf Lager? All diese Förmlichkeiten, das ist nicht ganz deins, oder? Nein, nicht so richtig. Deinen Kameraden geht es offenbar ebenso. Ja, ich habe es bemerkt. All diese Förmlichkeiten, das ist nicht ganz... Oh, der titelgebende Prinz von Persien. Sind also nicht wir. Wieder einmal. Dein Name bringt Persien Hoffnung und den Feinden Furcht. Was für ein Ruf. Vielleicht. Ich wollte auch nie Prinz sein, aber das Schicksal hat gesprochen und ich beuge mich. Also ich weiß nicht... Ich könnte mir vorstellen, in jener Zeit, wenn ich mich entscheiden müsste, Prinz zu sein oder ein Krieger zu sein, wäre, glaube ich, Prinz trotz allem immer noch die leichtere Wahl. Generalin Anahita hat dir zu kämpfen beigebracht, richtig? Ich wünschte, ich hätte diese Gelegenheit. Ohne sie wäre ich nicht bei den Unsterblichen. Es ist gut, dass sie streng zu mir war. Ah, eine strenge Erziehung. Das haben wir dann wohl gemeinsam. Ich freue mich, dich getroffen zu haben. Ja. Bahram, irgendwie sind wir als einzige Unsterbliche noch hier. Die anderen vergnügen sich wahrscheinlich oben auf dem Dach. Da will ich auch hin. Nicht alle Krieger gehören in einen Thronsaal. Geh zu ihnen, Sargon. Ich stoße bald dazu. Du hast jedermanns Aufmerksamkeit erregt, Sargon. Vergiss diesen Moment nicht. Danke, Bahram. Du hast jedermanns Aufmerksamkeit erregt, Sargon. Okay, na dann. Aufs Dach zu meinen Freunden. Lang lebe Haus Tomires! Ja, nicht sehr einfallsreich, die Wachen. Ich bin stolz auf dich, Sargon. Uvishka ist besiegt und wir haben Persepolis gerettet. Wirklich? Es sind Tausende gestorben. Wir haben keine Vorräte. Persien hat gerade so überlebt. Die Kushaner kehren sicher zurück. Würdest du das einen Sieg nennen? From a certain point of view, eher ein Pyrrhus-Sieg. Ich war von meinem Stolz geblendet. Die Reise einer Kriegerin endet nie. Und wenn der Pfad vor einem leer ist, fragt man sich... Was ist am Ende meiner Klinge? Ich weiß. Hast du eine Antwort? Die finde ich nicht heute Nacht. Vielleicht hilft was zu trinken. Du solltest dazu stoßen. Danke, aber ich muss mich anderen Dingen widmen. Du hast, was es braucht, um einer der Größten zu werden, Sargon. Ich weiß. Wart's nur ab. Und hör auf Bahram. Er hält dich auf dem richtigen Weg. Anahita denkt also lieber mehr nach und an die Zukunft, als jetzt so mal den Sieg zu genießen.
Also wenn das die einzige Möglichkeit ist, auf das Dach zu kommen. Ist das wirklich nur für die Unsterblichen gedacht? Ich sag's euch, Prinz Hassan könnte mein Sohn sein. Urod, das ist Unsinn, er sieht dir nicht ähnlich. Er kommt bloß nach seiner Mutter, das ist alles. Urod, du bist wirklich nicht ihr Typ. Wessen Typ? Der Jüngling stößt endlich dazu. Der Held des Tages. Der neue Schützling der Königin. Du umgibst dich jetzt mit dem Hochadel, was? Oder gibst du deine Schwerter auf und wirst Satrap? Lacht so viel ihr wollt. Wer hat heute einen General besiegt, hm? Ermutige sie nicht, Sargon. Das heißt bloß, sie sind beeindruckt. Ja, er hat recht. Das war beeindruckend. Wenn du in Ruhe reden möchtest, bin ich nicht weit. War Bahram noch bei dir? Ja, er ist noch im Thronsaal. Dann muss er dort wohl unseren Lohn entgegennehmen. Welchen Lohn? Artaban bekommt nur Schriftrollen. Ich kann dich hören, Minolias. Wo ist Ratjen? In den Schatten, auf einem Dach kauernd, wahrscheinlich mit etwas Geheimem beschäftigt. Nicht so laut. Ratjen hört alles. Nate möchte mit dir sprechen. Lass ihn nicht warten. Okay. Nate, ja, okay, gut. Sprechen. Der Hinweis, geh zu der, die gerade mit dir reden wollte. Aber ich will auch noch mit Urod reden. Nicht schlecht, Kleiner. Nicht schlecht. Was soll das heißen, nicht schlecht? Mach so weiter und vielleicht bewältigst du auch mal eine echte Herausforderung. Ach, du willst doch bloß nicht vor einem Publikum erniedrigt werden. Träum weiter, Kleiner. Geh zu Nate. Sie wartet auf dich. Okay. I get it. Nate möchte mit dir sprechen. Ja, nein. Urod, noch einmal. Geh zu Nate. Sie wartet auf dich. Jetzt nicht mehr lachen, sondern geh endlich zu ihr. Okay. Wirst du dich noch an uns erinnern, wo du jetzt berühmt bist? Ich will bescheiden bleiben. Und herausfinden, was am Ende meiner Klinge ist. Oh. Anahita scheint dir den Kopf gewaschen zu haben. So ähnlich. Auf ihre Weise. Was du getan hast, ist unglaublich. Du solltest stolz auf dich sein. Wir sind es. Einer der unseren hat den General der Kushaner erledigt. Unfassbar. Du bist der Stolz des Weißen Löwen. Ihr zusammengewürfelter Haufen Unsterblicher. Ihr wart immer für Großes bestimmt. Und mit Sargons Mut haben wir einen weiteren Eintrag in den Geschichtsbüchern. Wir haben die Stadt gerettet. Das Volk lebt wieder in Frieden. Das ist ja nett, aber können wir jetzt feiern? Unser übliches Stammlokal hat Essen und Trinken aufs Haus. Bahram, du kommst mit uns. Darauf kannst du wetten. Bahram! Prinz Hassan wurde entführt! Entführer? Sie müssen noch im Palast sein! Geh voran, Sargon. Du hast vielleicht als Letzter mit ihm gesprochen. Wir müssen Prinz Hassan finden! War wohl nichts mit Feiern. Wer hat denn jetzt den Prinzen entführt wieder? Ich dachte, die Kushaner... Anahitas Wachen? Was? Au? Was geht denn hier ab? Ich darf nicht zu früh blocken. Ja.
Kacke. Super Saiyajin-Modus. Atra-Kraft. Das Atra ist die heilige Energie, die in jedem Lebewesen brennt. Im Eifer des Kampfes können die größten Krieger ihr Atra kontrollieren, was sein Leuchten verstärkt und außergewöhnliche Fähigkeiten einsetzen. Sargons Angriffe sammeln Atra, während es verringert wird, wenn er Schaden erleidet. Das Sammeln von Atra wird als Leiste am unteren Rand des Bildschirms dargestellt. Sobald die Leiste voll ist, wird Atra-Kraft verfügbar. Es gibt verschiedene, die eine unterschiedliche Menge an Atra verbrauchen. Setze mit ZL plus Y die erste Kraft ein. Okay, also blocken und angreifen gleichzeitig. Und jetzt werde ich es auch noch gleich beigebracht, wie ich es machen muss. Nice! Auch weniger nice. Oh. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Oh Gott, wie viele denn noch? Und ich habe natürlich keine Heilung mehr. Bevor wir hier noch sterben am Ende des ersten Parts, glaube ich, werde ich gleich mal den ersten Cut machen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wo wir dann vermutlich gleich draufgehen werden. Danke fürs Zusehen und Einschalten beim ersten Teil von Prince of Persia, The Lost Crown. Bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht und wohin es weitergeht. Warum ist der Prinz entführt worden und von wem? Finden wir das alles in der nächsten Folge heraus. Keep gaming.